Was war das denn gerade? Du hast rumgeschnüffelt. Und zwar außerhalb der Desmond-Partition. Und als der Animus dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle. Wie ein Absturzschutz. Er versucht, deinen Armkopf intakt zu halten. Ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen. Lernen. Warten. Vor allem warten. Ich lenke den Animus ab, so gut es geht. Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ansonsten würde er dich jagen wie ein Virus und dich löschen. Oh, ein Schutzengel also. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. Wer weiß, wer weiß. Da tut jetzt wieder ein Telefon. Sean, ich bin's. Was ist los? Seid ihr am Flughafen? Ja, wir mieten einen Jet. Kommst du auch? Ja, ich bin bald da. Gut. Sie wurde schon begraben. Ich weiß. Auf einem kleinen Friedhof bei Rom. Ganz nett. Oh Gott, wie schnell so eine Scheiße passieren kann. Liegt Desmond noch auf Eis? Ja, wir messen sehr viel Hirnaktivität. Aber ohne das Überwachungssystem können wir nichts aufzeichnen. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Wir sehen uns bald. So, und wir gehen zurück nach Ezio. Wir werden noch einige Male diese Animus-Insel, sage ich jetzt mal, wieder treffen. Wir waren nicht das letzte Mal hier. Liebe Schwester, Masyaf wurde von einer Horde Templer überrannt und ihr Motiv ist klar. Sie suchen die Geheimnisse, die in Altairs Bibliothek verborgen sind. Denn sie glauben, sie würden sie zu etwas führen, was sie den großen Tempel nennen. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt. Ich habe ihre Tür gesehen, doch niemand kann sie öffnen. Nicht ohne die 5 Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Niccolo Polo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits, und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Endlich hat Ezio wieder eine Aufgabe fürs Leben. Sequenz 2. Schmelztiegel der Welt. Konstantinopel. Mai 1511. Besser bekannt als das heutige Istanbul. Und ich muss mich verbessern, denn ich habe in der ersten Folge gesagt, Ezio wäre 52. Er ist erst 51, weil er erst im Juni Geburtstag hat. Ein prächtiger Anblick. Es ist längst nicht vollendet. Keine Stadt in Europa bietet ein solches Panorama. Nun, um genau zu sein, das ist Europa. Das ist Asien. Ah. Einige Grenzen halten selbst den Osmanen stand. Nur wenige. Ihr seid italienisch allem Anschein nach. Eure Kleidung jedoch nicht. Seid ihr schon lange auf Reisen? Si. Da molto tempo. Ich verließ Roma vor 12 Monaten und suchte nach Inspiration. Diese Suche führte mich her. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft über den Untergang von Konstantinopel. Ihr meint sicher die Eroberung von Konstantinien. Ich schätze, der Ausgang einer jeden Geschichte hängt vom Standpunkt des Erzählers ab. Darin sind wir uns einig. Güzel, Konstantinie ist eine Stadt für alle Gemüter und Bekenntnisse. Für Schüler wie mich oder Reisende so wie euch. Es wartet so viel Arbeit auf mich, aber es ist schön, zu Hause zu sein. Arbeit? In deinem Alter?
galt mein Interesse vor allem Salve. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafftet. Genau wie meine Mutter. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, BFN. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert. Das werde ich sicher. Yardım edebilir miyim efendim? Grazie, mein Junge. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Nur wenige, mein Freund. Exig olmayın. Hoş geldin, kardeşim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de... La, la, la. Prego. Vergib mir. Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kauderwelsch. Da Firenze. Dort wurde ich geboren. Ah, ja. Nun, nach eurem Brauch wäre ich wohl Yusuf Tazim da Istanbul. Gefällt mir. Istanbul? Noch ein Name für diese Stadt? Evet. Der örtliche Favorit. Kommt. Mentor da Firenze. Ich führe euch herum. Prinz Süleyman. Das war der auf dem Schiff. Im 16. Jahrhundert kannte die ganze Welt diesen Namen. Süleyman der Prächtige nannte man ihn im Westen, den 10. Sultan des ständig expandierenden Osmanischen Reiches. Seine türkischen Landsleute waren auch voll des Lobes, aber weit praktischer veranlagt. Sie nannten ihn Süleyman Kanuni, den Gesetzgebenden. Ihm gelang es, die Bürokratie des Landes so zu verbessern, dass er wie eine gut geölte Maschine funktionierte. Keine leichte Aufgabe in einem so großen Reich. Aber ich schweife ab. Greife unseren aktuellen Problem vor. Als Ezio Süleyman traf, war noch ein junger Mann mit nun sehr geringer Aussichten, jemals Sultan zu werden. Denn sein Vater Selim war so ziemlich der Letzte in der osmanischen Thronfolge. Also widmete er sich, wie es sich für einen jungen Mann von seinem Stand und seiner Statur gehörte, seiner Ausbildung und verschwendete keinen Gedanken daran, jemals Sultan zu werden. Er studierte bei verschiedenen Gelehrten in Istanbul und erhielt Privatunterricht in Topkapi-Palast. Ansonsten ist über seine Jugend wenig bekannt, außer dass er ein höflicher und nachdenklicher Mensch war und einen Diener namens Ibrahim hatte, den er als besten Freund bezeichnete. Als Süleyman 17 war, hatte Bayezid jedoch das Talent und die Intelligenz seines Enkels erkannt und ihn als Gouverneur eines großen Landes nördlich des Schwarzen Meeres eingesetzt. In den nächsten Jahren sollte Süleyman noch eine Reihe ähnlicher Posten übernehmen, bis Sultan Selim I. im Jahr 1520 bei einer unerwarteten Tragödie ums Leben kam. Süleyman übernahm den Thron im Alter von 26 und sollte ihn fast 50 Jahre lang behalten. Also in 9 Jahren wird er Sultan. Dabei ist sein Vater der letzte Sohn. Und der ist ja königliches Blutes. Hier steht's. Der letzte in der Thronfolge. Interaktion mit Geschäften sind zurzeit nicht möglich. Justus Terzi. Das ist einfach der Chefassassine hier in Istanbul. Der Meisterassassine Yusuf Terzim hat sie in Konstantinopel willkommen geheißen und möchte sie durch die Stadt führen. Lernen Sie ihn und die Stadt besser kennen, nicht von Yusuf entfernen. Willkommen im Galata-Bezirk.
Seit Jahrhunderten die Heimat von Weisen aus Europa und ganz Asien. Nirgends in der Stadt werdet ihr mehr Vielfalt finden. Und aus diesem Grund wurde es zur Heimat der Assassinen. Ich würde gerne sehen, wo. Sorry. Es ist der Bruderschaft eine Ehre, okay, den Mann zu treffen, der die Borgia in den Ruhestand schickte. Oh, weiß denn schon jeder in der Stadt, dass ich hier bin? Nun, euer Gerangel mit den Templern ums Heilige Land blieb nicht ganz unbemerkt. Oh. Als ich einst aufbrach, lag mir Gewalt völlig fern. Ich suchte Weisheit. Den Inhalt von Altairs Bibliothek. Ihr wusstet nicht, dass sie seit 3 Jahrhunderten verschlossen ist? Nein, ich hatte es vermutet. Aber ich erwartete nicht, dass sie von Templern bewacht wird. Sehr beunruhigend, oder? Vor 5 Jahren war der Einfluss der Templer hier minimal. Ein kleines Grüppchen, das den Thron von Byzanz wiederherstellen wollte. Doch es werden immer mehr, jeden Tag. Und da Sultan Bayezid nicht vor Ort ist, machen sie vielleicht etwas Drastisches. Gibt es keinen Erben für den osmanischen Thron? Nicht nur ein, 2 aufgebrachte Söhne. Ganz normal für die königliche Familie. Wenn der Sultan hustet, ziehen die Prinzen ihre Schwerter. So. Revelation ist insgesamt auch nicht so groß wie Borsahut. All den Templern und den Osmanen habt ihr sicher gut zu tun. Ezio, ich habe kaum Zeit, meine Klinge zu putzen. Ein Hinterhalt. Von mir könnt ihr noch lernen. Mehr Templer, passt auf! Nein. Schaut. Byzanz ist tot und du auch gleich. Die ganze Stadt erwacht, um euch zu begrüßen, Ezio. Erst die Regenten, nun die Ratten. Die Osmanen haben eine besondere Vorliebe für byzantinische Rüppel. Das gibt uns Luft zum Atmen. Wie viel? Ein wenig. Sie töten euch auch, wenn sie wollen. Aber sie hätten ein schlechtes Gewissen. Rührend. So schlimm ist es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Assassinen hier wieder stark vertreten. Das war nicht immer so. Unter dem byzantinischen Kaiser wurden die Assassinen verfolgt und hingerichtet. Tja, es war auch ein Templer, ne? Wir sind fast da. Das ist gut. Ich hatte eine lange Reise vor mir. Galata-Turm. Revelation macht mich natürlich neugierig, wie Istanbul heute ist. Also nicht, dass mich Istanbul noch nie interessiert hat. Aber bei so einem Spiel, da kommt der Wunsch wieder mehr Gewicht. Mentor, begrüßt doch eure erweiterte Familie. Salute a voi, Assassini. Es ist eine Ehre, so weit von daheim tüchtige Freunde zu finden. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge. Es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf dem Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Und ihr, Ezio? Eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied.
Ein Freund. Buona idea. Etzes Ausrüstung ist im schlechten Zustand. Erwerben Sie eine bessere. Dann machen wir das. Sonderangebot in diesem Monat und nur in diesem Monat. Kauf 10 Teller mit Pferdemotiv. Ich habe keine Lust, Geld zu verdienen. Oh, ich zeige dir, wie man mit diesem umspringt. Stinkdachs. Nicht schlecht. Unterdrücker! Buh, buh, nieder mit euch! Nieder mit euch! Wie frech! Asap Lederschulterteile. Gestern, ich mag etwas unaufgeräumt wirken, aber Schmied. Abschaum! Miese Tyranne! Da bin ich wieder. Dem Himmel sei Dank. Wir fürchteten, wir hätten unseren Mentoren die Laster der Großstadt verloren. Meine eigenen Laster reichen mir völlig, grazie. Also, was führt euch her, Ezio? Erzählt mir mehr über die Templer. Ihr nennt sie Byzantiner, doch das Byzantinische Reich ging vor 60 Jahren unter. Diese Männer gehören einer Linie an, die dem letzten Kaiser treu blieb, Konstantin dem XI. Wer sie jetzt führt, kann ich nicht sagen. Verstehe. Dann liegt es wohl an mir, es herauszufinden. Ezio, wo ist eure Hakenklinge? Meine Hakenklinge? Kennt ihr nicht? Ich wuchs mit ihnen auf. Hier, zeig ihm mal die neuen Features, Alter. Hm. Zeigt mir, wie sie funktioniert. Jede Aktion mit der Hakenklinge mindestens einmal erfolgreich durchführen. Wir müssen sie doch für so erfolgreich durchführen. Sonst kommen wir ja gar nicht weiter. Die Hakenklinge können wir dann auch Seilrutschen benutzen. Stellt euch die Hakenklinge als verlängerten Arm vor, Ezio. Das kann ich. Hier, kommt. Und die Dinger müssen wir sammeln. Animus-Datenfragmente. Damit schalten wir auch das mit Erinnerungen frei. Die heißen dann Desmond-Reise. Und da erfahren wir etwas über Desmonds Vergangenheit. Und die kenne ich auch noch nicht. Da stürzte jedes Mal Revelations ab. Da gab es keinen funktionierenden Quack für früher. Das ist jetzt schon 3 Jahre her. Das mache ich mit links. Das ist so eine Leichtigkeit. Hier, kommt! Ups, das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das schon bereits sagte. Ich weiß, dass ich es bei Assassin's Creed gesagt habe. Ich weiß nicht, ob es im Zusammenschnitt noch drin war.
Revelations hatte ich ja alles gespielt. Damals natürlich nicht mit Original-CD. Das war eine kleine, schöne Runde.